Servus Leute und willkommen zu Coast Guard. Ja, wir machen dazu ein kleines Projekt. Ich habe das dankenderweise wieder von Buschbaum Media zur Verfügung gestellt bekommen und wir schauen uns das Spiel einfach mal an, was es ist, halt um was es geht. Es geht ungefähr, um gleich mal herauszusagen, um eine Simulation, halt Küstenrettungssimulation plus einen Adventure-Teil. Halt, es wird da ein Simulation und Adventure verknüpft. Mehr habe ich dazu eigentlich noch gar nicht angeschaut. Halt, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich für das Spiel zwar, habe ich immer wieder mitbekommen, dass es was rauskommt, aber so richtig das, was rauskommt, beziehungsweise um was es geht, kann ich selber nicht sagen. Ich würde sagen, wir schauen uns das Spiel einfach an. Wenn es uns taugt, wird es mehr geben. Drei Parts sind auf jeden Fall drinnen und ich würde sagen, wir starten gleich in ein neues Spiel und schauen mal und sind gespannt. Ich hoffe, die Soundeinstellungen passen, weil die sind Mörder irgendwie. Mein Name ist Finn Estherr. Ich bin Einsatzleiter bei der Küstenwache. Gemeinsam mit meiner Crew, dem Kreuzer Daniel Defoe, sichern wir unsere Grenzen. Aber heute bin ich nicht mit unserem Crew unterwegs, okay? Ich habe schon den wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren. Und meinen besten Freund kann ich nicht mehr trauen. Heute mache ich mein eigenes Ding, allein. Mein Name ist Finn. Und das ist meine Geschichte. Cool wäre gewesen, wenn das noch vertont gewesen wäre, schon mit einer Unser Schiff willst du lenken, nun nach einem gleichen Ziel, fern dir losgerissen, treibe ich längs der wilden Stürme Spiel. You've lost your mind. What the hell? Das ist laut. You idiot! Turn around this minute! Yes, I am! We're a team! We're a team! What are you doing here? This is private property. I can't hold on any longer! It's so high! Christ! Fürchte du das böse Zeichen, kalte Grollen fürchte das Meer. Lass mich ringen mit Wogen, einsam, haltlos, ohne Wehr. Ader Christen 1939 bis 1839. So, ich muss jetzt gleich mal schauen, ob wir da nochmal ins Menü reinkommen, dass wir die Sprachlautstärke auch runter. Nee. Ja, wir werden trotzdem einfach nochmal beenden, ganz kurz, ist ja nicht so, dann seht ihr gleich, da kommt sogar das coole Intro, halt Intro kurz, wer es entwickelt hat. Die Personen und die Handlungen dieses Spiels sind frei erfunden, etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten, Lebenden oder Verstorbenen sind nicht beabsichtigt. So, wir machen das noch einmal, ganz kurz, Optionen, die müssen wir auch auf das wahrscheinlich runterstellen, ja, ich sage mal so ungefähr, machen wir so irgendwo. Weil ihr seht, ich habe das ziemlich runterstellen müssen, das Ganze, weil sonst ist es einfach viel zu laut. Und ich würde sagen, wir setzen das Spiel fort. Dann sollten wir vielleicht dorthin kommen, wo wir gerade waren. Oder kommt nochmal die Zwischensequenz? Mein Name ist Finn, kann ich das überspringen? Schauen wir mal. Tut mir jetzt leid, willst du lenken? Stimmt, ja, das haben wir übersprungen. So, auf hoher See 10 Stunden zuvor. Passt. So, wir. Okay, das ist ja ziemlich. You can't order me du kannst mir keinen Befehl erteilen, Colin. Don't try to follow me. Okay, jetzt passt doch die. This is gonna have consequences. That is a really bad idea. Die Stimme, Lautstärke ist auf jeden Fall schon besser von der Lautstärke her. Das ist ein geiles und extrem schnelles Schiff. So, wo sollen wir hin? Wir sollen, so wie es ausschaut, zumindest auf der Minimap unten. Ich habe keine Ahnung, ob ihr den Pfeil jetzt seht. Drücke die Cursor zum Steuern. Du kannst auch die Steuerelemente mit der Maus am Bildrand. Na, machen wir wieder aus. So, machen wir so ist lieber. Passt. Ich glaube, wir sollen da mal in Richtung da vorne zu dem Schiffswrack oder was das da ist, was uns da erwartet. Halte die rechte Maustaste gedrückt und bewege die Maus, wenn du die Kamera verdrehen willst. Oben findest du Optionenkamera. Hier kannst du die anderen Ansichtsperspektiven. Okay, mit F-Tasten kann man durchschalten. Schauen wir mal. Innenansicht. Rettungsmodus. Probenmodus. Vorderseite. Hinterseite. F9 ist dann. F9 ist Verfolgerkamera, F10 ist Steuerbord und F11 ist dann Backbord. So, ich würde sagen, wir gehen wieder ganz normal in den Orbiter und dann fahren wir mal dorthin, wo wir hin sollen. This is the radio. I use it to contact headquarters. Okay. I have more important stuff to do right now.
I need to secure that ship. Auf der Karte unten. Just you wait. I have you now. Okay. Ich lese das jetzt nicht alles vor, ihr habt das links oben, was immer in Englisch kommt, weil ich will jetzt nicht gleichzeitig den Sprachsound übertun. Ich finde das cool, dass es Sprachsound gibt. Es wäre halt cool, wenn es noch eine deutsche Synchro gibt. Auf der Karte unten siehst du das Suchgebiet, navigiere in Richtung des Pfeils und fahre das Suchgebiet ab, bis du auf das Schiff entdeckt hast. Okay, ja, ich glaube, wir müssen mal zu dem Schiff, das ist irgendwie, war mir das fast klar, dass ich das hin muss. Ein Geisterschiff oder was es auch immer sein mag. I'm not giving up. You kidnapped my Fatima, our ship's engineer. Finn, listen to your colleagues. You have no idea how dangerous they are. Well, I'm about to find out. I'm going on deck. We'll see about that. Das bedeutet, wir fahren dem fliehenden Schiff hinterher und stellen deren Besatzung aus. Wir haben uns irgendwie selbstständig gemacht. Wir waren zuerst bei der Küsten... Ah, ich sollte unbedingt rausfahren. Das geht überhaupt nicht in dem... Bist du deppert? Aber das ist schon geil, vom Fahren her, dass man merkt, innen tut man es... Scheiße. Nicht durchs Feuer fahren. Du redest... Let's see how well you handle it. Damn it. Wieso ist jetzt mein Schiff so langsam? Was war da? You have to get over here with the Defoe and get that fire under control. Why don't you just listen to me for once? I can't lose these traffickers. They kidnapped our engineer. I have to get on that deck. Passt, wir sollen noch immer das weiterhin verfolgen. Die hauen zwar immer eine Feuerwalze raus, sozusagen. Die zünden Öl an, so irgendwie. Und es kommt jetzt Verstärkung und die löschen den Ölteppich da hinten. So, ich bin jetzt gespannt. Ich weiß noch nicht, wie ich es am besten anstelle, dass ich da näher rankomme. Weil es kommt mir so vor... Oh ja, jetzt komme ich schon näher. Halt, ich darf noch nicht drinnen fahren in den und wir schneiden ihn jetzt schön die Kurve ab. So. Ah, vom Grafischen her muss ich schon sagen, schaut's recht geil aus. Wieso soll ich umdrehen? Oh man! Nein! This guy's like a rash. You can't shake him. Come on, guys. Time to get invisible. Was ist denn? Invisible? Hä? What do they mean? Übersetzen, komm. Who cares? I'm heading over to you and getting on board. Ja, ja, ich hab schon gemacht. Put the fire out and leave us alone. Na, 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 wollen wir nicht. Wir wollen den Maschinisten. Put out the fire. You, on the other hand, are mine. You're not tricking me again. I know you're here somewhere. Ja, und wieso kann ich jetzt nicht rüber? Oh ja, jetzt bin ich. Warte mal. Benenne den Logbucheintrag. Finn hatte die Schnauze voll und fährt alleine auf das merkwürdige Geisterschiff. Dort angekommen, setzt seine Erinnerung aus. Jo, Logbucheintrag. Ich würde mal sagen, das Geisterschiff. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Keine Ahnung, was jetzt da genau. Das wird sozusagen der Zwischenspeicherpunkt sein. Ah, da wo wir vorher waren. So, mit Einschalten mit der Taschenlampe ein. Das frage ich mich jetzt auch gerade. Ja, das haben wir schon gemacht. What so, the hell? Da haben wir einen Hammer. What kind of place is this? A hammer. I think I'll hang on to this. So, Feuerlöscher wäre vielleicht auch nicht schlecht. Neuer Logbucheintrag. Ja, wie komme ich in den Logbucheintrag? Menü? Nein. Wurscht. Ah, cool. Weil das bedeutet, ich kann da trotzdem mit der Maus, wenn ich sozusagen rausgehe, mit der rechten Maus, also kurz, kann ich rausschwenken. Aber ich denke, ich habe keine Ahnung. Drücke Steuerung, um drücken, durch eine Schächte zu kommen. Hä? Ja, aber da ist ja kein Schacht. Also da wahrscheinlich durch. Aber was machen wir auf einem Geisterschiff? Suche die Benzinpumpe. Wenn du den Hebel umlegst, hast du wieder Strom. Ja, wahrscheinlich müssen wir mal den Stromkabel dahinterher gehen. Das könnte die Benzinpumpe sein. Hä? Hebel, Hebel. Irgendeine alte Luftdruckkompresse. Momentan wüsste ich nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Vielleicht schaue ich ihn mir später an. Okay, das ist nicht die Ölpumpe. Okay, da ist Wasser unten. Was haben wir da? Das ist abgeschlossen. Aber vom Szenario her geil. Finde halt passt nur nicht so richtig. Zu Coast Guard, halt zur Rettung zuerst einmal am Anfang, aber es ist ja auch ein Adventure-Teil halt drinnen.
Also es soll ja nicht nur Simulationsebene sein. So, da hinten gehen wir mal da weiter, weil von da hinten waren wir eigentlich schon. Ja, haha, da ist aber auch nicht wirklich was. Wir müssen die Pumpe finden. Das kann man nicht aufmachen. Kann man sprinten? Nein. Nur mit Steuerung kann man runter. So, da haben wir auch noch einen Zwischengang. Aber es ist schon eine geile Stimmung her, vom Spiel her. Kann man da... Coast Guard Family has grown. Okay, sie haben Zuwachs bekommen sozusagen. Eine Lady ist zum Team dazugestoßen. Ja, aber ich will da, ich kann da nicht ins Wasser runter. Aber es ist der einzige Weg. Aber da geht's nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Das ist der. Ah, oh ja, warte mal, da hinten geht's weiter. Suche die Benzinpumpe, wenn du den Hebel umlegst. Schauen wir mal, was da drinnen. Ey, das schaut gut aus. There seems to be a power generator with a fuel pump standing here. Maybe it'll help me finally to get some light going here. Maybe this hammer will help. Der Hammer wird helfen, ja. So. Diesen Hebel schalten wollte Prinzipium werden. Er ist verrostet, lass ihn. Mit etwas Nachhilfe. Ja, haha, und wie komme ich jetzt zu. Scheiße, dass ich nicht aufpasst. Da ist nämlich drüben gerade der Hinweis gewesen. Rauminventar, schauen wir mal. Mit I geht's nix. M, nein. Schauen wir mal. Was? Ah! Ein Hammer. Kann man den irgendwie. So. Nein, ich muss da, dann muss ich klicken. Kann man den irgendwie. Ich check's nicht, liebe Leute. Ein Hammer, ja. Ah, jetzt geht's. Was? Jetzt. Where the hell am I? Ja, da bin ich nachdenken, Finn. Ja, nein, wir sind auf dem Geistschiff. Have I been here before? Weiß ich nicht, ob du schon davor da warst. Look around. Maybe I'll find some objects that will jog my memory a bit. Okay. Neuer Logbucheintrag. Das schauen wir sich gleich einmal an. Da haben wir da Zieleintrag hier rum, bla bla bla. Als erstes muss ich meine Taschenlampe. Ich muss den Strom sorgen. Blast. Ah, da, aktueller Eintrag. Endlich habe ich Strom. Ich muss herausfinden, was passiert ist und hier herauskommen. Ich werde die Räume näher untersuchen. Vielleicht finde ich etwas, das meine Erinnerung auf die Sprünge hilft. So, passt. Ich finde, das Spiel hat irgendwie einen geilen Flair am Anfang, zumindest irgendwie. Halt, keine Ahnung, wie man es genau sagt. Hey, mach doch auf. So, da hinten haben wir eigentlich alle Räume gleich abgesucht schon gehabt. Ich habe nur gerade... Die ist verschlossen. Kann ich nicht mit dem Hammer die vielleicht aufmachen? Vielleicht können wir da... Können wir da jetzt was machen? Nein. Der weiß nicht, was er mit dem Luftdruckkompressor machen soll. Ja, da war ja nichts mehr. Da war... Ah, warte mal, warte mal. The woman in this newspaper clipping. I know her. I can remember the operation where I first met her. Okay, das bedeutet, wir wissen jetzt, wer sie ist. Es gab eine Zeit vor Fatima. Damals hieß unser Mechaniker Mats. Er war ein wirklich netter Kerl, wir alle mochten ihn. Bis eines Tages der Bescheid kam, Krebs im Endstand. Jetzt habe ich ein Ding übersprungen. Es war für uns alle ein Schock. Halt, der hat Krebs im Endstand. Und eigentlich würde ich bei der Notruf nie noch ohne Mechanik in See stechen. Doch was soll man machen, wenn neues Personal schwierig zu finden ist und Flüchtlinge in Seenot geraten? Das stimmt. Halt, das spielt gerade auf die aktuelle Situation noch an. So, wir sind wieder am Meer. Daniel Defoe, this is MSC. Daniel Defoe, this is MSC. Over. This is Daniel Defoe. What's up, Jessica? An oil tanker just reported an overcrowded and smoking ship. We're guessing it's a transport ship carrying refugees. Maybe it's dealing with engine failure. That doesn't sound good, Finn. Should we take a look? Of course we should, but you know, we're undermanned. Now would be the time when an engineer would be really helpful. Yeah, well, there's no changing the facts. Mads isn't here. Yeah, there's no use, Coleman. We have to take care of it. Thank you, MSC.
We're on our way. Thanks, guys. We'll send you over the coordinates as soon as possible. So, bevor wir jetzt da weitermachen, mich erinnert das Spiel jetzt gerade ein bisschen an Fire Simulator, halt den Flughafen Feuerwehr Simulator. Bin gespannt, wie die Story weitergeht. Halt, die Story ist gespannt. Wir haben immer so Rückblicke, wir sind gerade auf dem Geisterschiff, jetzt immer wieder sozusagen in der unsere Hauptaufgabe. Halt, wir sind irgendwie aus dem Coast Guards ausgetreten, kommt man so vor, war kurzzeitig vorher, jetzt sind wir wieder bei den Coast Guards drinnen. Wir sollen Flüchtlingsschiffe retten, weil das in Brand geraten ist. Derweil schaut es ganz gut aus, die Grafik ist ansprechend. Wir sehen jetzt nachher, halt, haben jetzt hier so ein komisch blaues Bild gesehen. Bin gespannt, wie es ist, wenn wir mal fahren. Aber das Ganze schauen wir sich jetzt nicht mehr jetzt an, sondern erst im nächsten Part, wenn es hier weitergeht bei Coast Guard. Bis dann, ciao.